Zum Kochen der Eier in der Schale muss das Ei zunächst angestochen werden. Ich habe das hier am runden Ende angepiekst. Dort befindet sich die Luftblase, eine Schicht Luft unterhalb der Schale. Und beim Garen dehnt sich das Ei in der Schale aus. Und dieses Loch stellt sicher, dass die Luft, die zusammengedrückte Luft, entweichen kann, sonst würde das Ei platzen. Die drei unterschiedlichen Garstufen mal darzustellen, die wir haben: weich, also flüssig, weich und fest, gebe ich jetzt hier drei Eier ins Wasser. Ziemlich unabhängig von der Größe des Eis braucht ein flüssiges Ei 5 Minuten, ein wachsweiches Ei 7 Minuten und ein festes Ei 12 Minuten. Wenn das Ei länger als 12 Minuten kocht, ist es sehr sicher, dass das Eigelb, das Eidotter, sich blau oder grün verfärbt. Das Wasser muss nicht sprudelnd kochen, sollte es auch nicht, damit die Eier nicht verletzt werden. Die Eier sollten komplett mit Wasser bedeckt sein und ein Deckel ist nicht nötig. Um zu verhindern, dass das Ei weiter gart durch eigene in sich befindliche Hitze, einmal abschrecken. Gut, schauen wir uns mal die drei Garstufen an. Das weiche Ei. 5 Minuten. Ja, wir sehen, noch sehr, sehr flüssig. Hier haben wir unser wachsweiches Ei. Wir sehen, das Eigelb ist ein bisschen flüssig im Innern, aber ansonsten wie Wachs, wie weiches Wachs oder wie warmes Wachs. Unser 12-Minuten-Ei. Entsprechend fest, ohne dabei am Rand dunkel zu werden, blau oder grün. Eine etwas kompliziertere Methode, als Eier in der Schale zu kochen, ist das Eier pochieren, weil hierbei das Ei ohne Schale in Wasser gar gezogen wird. Zunächst einmal muss ich also das Ei von der Schale trennen und möchte dabei verhindern, dass das Eigelb kaputt geht. Deswegen erst einmal in eine Tasse hinein. So, hat gut geklappt. Dieses Ei wird jetzt hier in diesem leicht simmernden, nicht stark kochenden Wasser zum Stocken gebracht. Dafür muss ich zunächst das Wasser etwas würzen, also etwas salzen, Entschuldigung. Und dann verwenden wir den Trick, dass wir Essig in das Wasser tun. Dieser Essig verhindert, dass das Ei extrem aus der Form gerät. Die Kelle mal etwas anwärmen und feucht machen. Jetzt fülle ich das Ei vorsichtig in die Kelle, um jetzt damit hier in das Wasser zu gehen. Zunächst einmal etwas Wasser in die Kelle laufen zu lassen. Man sieht schon, das Ei stockt. Und jetzt vorsichtig das Ei in den Topf entlassen. Das Ei stockt beim Pochieren wesentlich schneller als beim Kochen in der Schale. Das heißt, so ein weiches Ei, ein wachsweiches Ei, dauert beim Pochieren vielleicht 4, 5 Minuten. Gut, ich habe jetzt hier eine geeignete Schaumkelle, um das pochierte Ei aus dem Wasserbad zu entnehmen. Muss relativ vorsichtig damit umgehen. Ich richte das jetzt mal hier auf einem Stück Salatblatt an und schauen wir mal, wie es von innen aussieht. Herrlich flüssig bis wachsweich. Ein perfektes pochiertes Ei.